herzlich willkommen im zweiten Let's Play von 7 Days to Die Alpha 11. Wobei ich das korrigieren Punkt muss. Eins. Richtig. Da ist er schon. Ich hätte ihn auch noch erwähnt. Wie könnte ich ihn vergessen? Mit dabei natürlich der Funny Bone. Hi Leute. Ja, unsere Mission ist gerade Holz ernten. Um dann hier oben unseren kleinen Verschlag, den ihr aus der ersten Folge gesehen habt, ein wenig aufzuwerten. Und wir sollten uns beeilen. Guck mal auf den Tacho. Mhm. Ich habe eine Eisenader entdeckt. Ganz ja, sauber. Weißt du, was ich gerade entdeckt habe? Und ein Zombie-Loch. Ich habe die Seuche entdeckt. Ich habe Nein! Habe ich mir irgendwie eingefangen. Ja, ja. Krankenschwestern geben wieder Antibiotika. Also wir hatten ja schon fast ein bisschen Angst, dass man gar keine mehr kriegt von denen. Ich hatte das gestern und habe dann ganz zum Schluss auch wirklich nur eins bekommen. Ich fange mir immer andere Sachen von denen. Also ganz komisch. So. Kannst du noch Steine mitbringen? Hast du noch kleine Steine? Ich sammle alles, was ich jetzt... Ich bin eigentlich nur am Sammeln. Ich laufe hier nur ein bisschen im Kreis und sammeln. Ich habe 30 Federn in der Tasche. Das heißt, ich könnte noch ein bisschen aufrüsten für die Nacht. Vollpacken ist hier irgendwie noch fast unmöglich, weil egal in welche Richtung ich gucke, irgendwo ist immer ein Zombie unterwegs. Ja. Darum, aber ich sammle erstmal alles, was mir so in die Quere kommt. Ja, ich habe jetzt, weiß ich gar nicht, 300 Bretter. Ich sammle jetzt auch erstmal Steine noch hier nebenbei, bevor ich weiter Holz. Für die erste Nacht sollte es reichen. Hast du ein Lagerfeuer gemacht? Ja, ne? Nein, habe ich noch nicht. Gut, aber du hast die Steine aufgehoben. Genau. Aber die Frage ist ja auch, wo wir das Lagerfeuer hinstellen. Wir müssen uns ja vielleicht noch eine Schiene verbreitern erstmal, damit wir da überhaupt was machen können. Aber Steine habe ich ja. Ich sammle ja auch die ganze Zeit Steine hier weiter. Ja, genau. Das ist jetzt auch gerade mein Ansatzpunkt. Wobei ich dann doch, wenn du jetzt Steine sammelst, kloppe ich noch einen Baum weg. Ja, wenn es da bei dir gerade ruhig ist. Ja, relativ. Sind wahrscheinlich alle bei dir. Ich ignoriere sie ja. Ich gucke gar nicht mehr hin, wo sie sind. Ich, guck nur auf den Boden und... Wow, okay, jetzt muss ich mal hingucken. Ich guck nur auf den Boden und sammle Zeug hier. Ja, das mache ich ja meistens auch so. Und dann ist der Überraschungseffekt auf ihrer Seite. So, oh, die Hatchet oder Axt hier, ey, die verschleißt gewaltig. So, komm, geh kaputt. Aha, ich höre dich. Ich höre dich stöhnen. Ja, ja, genau. Ich bin ja hier mal wieder an der 7 Days to Die Seuche erkrankt. Habe ich auch irgendwie ein Fable für, die nehme ich. Ja, so nennt meine Frau das auch, wenn ich tagelang nicht aus dem Zimmer komme. Ja. ach, da war gar nichts. Ja. Ich denke, dass ich mich schon mal ins Gemach zurückziehe. Ich bin ja auch eigentlich direkt hier. Es ist gleich soweit, die Jungs fangen gleich das Flitzen an. Hast du schon doppelt? Klar. Zwei reich ist es ja, aber das reicht ja nicht. Hast du noch Frames? Nee. Oder? Gut. Ja doch, drei Stück habe ich. Ja, nee. Unter 10 wäre jetzt... Oder ist dann irrelevant. Ja, ich sehe dich da hinten, alles klar. Klopp mal hier gerade diese Überreste der Zombie-Kadaver weg. Sieht ein bisschen komisch aus jetzt. Ich denke, da werden sie noch dran arbeiten. Sieht ganz toll aus, wenn die Zombies anfangen zu vergammeln. Das geht relativ schnell und dann... Aber das Endresultat, die Dinger hier sind ja nicht so schick. Und jetzt könnten die da so halb vermodert unten liegen bleiben. Das fände ich voll geil. Wir würden ja ganze Berge an Untoten da produzieren. Mann, nein, ich habe nicht aufgepasst, habe meine Hatchet zerstört. Ja, ja. So, Berge an Untoten. Ja, ich baue mal gerade noch ein bisschen das Eigenheim hier aus. Na, die Frame will da nicht hin, wo ich sie hin haben will. Was soll das? Ich muss die erstmal weg. Einer, jawohl. Zack. So. So, wir müssen den Boden wenigstens nicht doppelt machen. Wir sollten definitiv hoch genug sein. Das ist doch schon mal angenehm. Ja, falls ihr das Spiel selbst spielt und euch wundert, wir haben die Craft-Geschwindigkeit hier für das Let's Play verdoppelt. Wir wollten kein Instant-Crafting, weil ne, es soll ja doch noch so aussehen, als ob wir was tun müssten, aber wir haben die verdoppelt, damit ihr nicht ewig lang zugucken müsst, weil manchmal dauert das schon ganz schön lange, so einen Schwung Frames herzustellen. Oh ja. Also im Gutwill und im Gedanken an euch haben wir das ein bisschen beschleunigt. So, ich nehme jetzt noch diesen einen Baum hier mit und dann werde ich wohl auch mal hochkommen. Ja, wäre wahrscheinlich nicht die dümmste Idee. Übrigens, wenn du das günstige Holz herstellen willst, musst du eine Frame machen und in die Mitte der Frame oben drüber eine rote Blume. Ja, ich habe keine rote Blume. Okay. Ich habe keine Ahnung, welche mit. So, ich werde jetzt mal hier probieren, mit der Steinaxt Stein abzubauen. Das ist natürlich ein lästiges Unterfangen.
Aber was bleibt uns übrig? So, zumindest hier einen Feuerplatz kriegen. Denk dran, gleich als erstes hier deinen Schlafsack hinzuschmeißen. Ne? Mhm. Ich habe meinen schon hingeschmissen. Ja, bei unserer neuen Todesrate ist das wohl besser. Ja, sag ich mal nichts zu. Ich habe unsere gesagt. Ja, das war doch sehr nett formuliert von mir. Hält sich ja auch die Waage. Passt, ja. Ah, scheiße, ich habe wieder nicht aufgepasst. Ich habe die Axt kaputt gemacht. Das kommt mal vor, ne? Ja, jetzt bin ich auf deine Steine angewiesen. Ich habe nichts mehr, aber ich tausche Steine gegen... Was hast du denn gemacht? Gar nichts, du musst gestiegen sein vom Level. Bin ich gestiegen? Ach so, ja, tatsächlich, ich bin's. Ich gebe dir mal wieder was. So, ich schmeiß dir mal hier 18 Steine ab. Ja, gut, dann lass mal Seiten tauschen. Ich hab dir da... Boah, jetzt wäre ich fast runtergefallen, weil du so fett bist. Mensch! Ja, was soll ich machen? So, hast du es gefunden? Ich habe die Pfeile gefunden, ja. Und leg jetzt hier gerade meinen Schlafsack neben. Das so, so Doppelbett, da können wir kuscheln. Ja, läuft ja. Da bist du ja immer ganz erpicht drauf. Verstehe aber hallo. Ist aber so. So, ich mache mir jetzt mal vorsorglich zwei. Wollen wir gemeinsam da mal gerade probieren, den bisschen Stein da zu entfernen hier? Hier so, für Feuer. Ließe sich gleich drüber nachdenken. Ah, machst du doch noch doppelt. Ja, hatte ich auch überlegt, war da. Ja, ich habe jetzt erstmal die Frames genommen, die ich unten weggenommen habe. So. Setz aber unten nur hin, wenn du noch genug hast, um oben auch welche hinzusetzen. Ne? Wäre dumm, wenn du uns ja. In der Nacht... Nicht kaum bis zu reichen. Wie viel habe ich denn noch? Ja. Passt. Und eine Stufe weiter können wir, glaube ich, noch raus, ohne dass er hier von der Wand reißt. Ach, ich habe keine Holzbretter mehr. Ja, also das hoffe ich, stellen wir dann nicht heute Nacht fest, dass es dann doch abbricht. Ja, man kann das ja irgendwie an den Klötzen sehen. Ich habe das immer noch nicht so ganz verstanden. Aber vier Reihen geht auf jeden Fall. Sagst du, oder ist eine Theorie? Ist doch alles Theorie, was ich sage, oder? Deswegen hinterfrage ich das auch nochmal so nett. So, jetzt komm hier hin und klopf Stein. Sofort. Ne, du bist noch am Craften, ne? Hier unten, dass wir da vielleicht so zwei rauskloppen. Das ist kein Stein. Ist zwar genauso hart, aber Stein blutet nicht. Das hatten wir noch gar nicht. Das ist schon die zweite Folge und ich habe dich noch nicht einmal geschlagen oder angeschossen. Das musste jetzt kurz sein. Ja, ich war auch sehr erstaunt, dass du endlich zur Vernunft gekommen bist, aber gut. Ach, Vernunft. Vernunft war gestern. Funny ist ja. Heute. Ja, ja, deswegen war ich war ja regelrecht schockiert, sage ich ja. Wieso klopfst du denn nach oben? Ich würde hier unten die Reihen wegkloppen, dass wir da so eine Nische reinbauen. Ich habe keine Ahnung, wo du klopfst. Ich klopfe in der Mitte, also... Nee, ich klopfe hier unten, direkt auf Höhe von unserem Balken quasi. Ach so. Na gut. Dass wir jetzt da erstmal das Feuer reinstopfen können. Das jetzt höre ich aber nicht mehr auf, jetzt wird er ja gleich brechen. Ja, ich glaube eher breche ich. Meiner ist schon weg. Ich weiß gar nicht, was du da unten so lange tust. Ja, das wundert mich auch gerade, dass der schon abgeschmatzt hat. Wahrscheinlich, weil ich deinen Käsefuß hier quasi im Gesicht habe. So, genau, dann machen wir jetzt eine Frame. Hast du dich irgendwie selbst angepinkelt oder so? Nee, sieht rot aus. Du hast irgendwie voll den komischen Streifen am Bein, so einen optischen Fehler. Beide Seiten vom Bein. Lassen wir einfach so erhöht und stellen da das Feuer drauf, oder? Ist ja scheißegal, ne? Ja, klar. So, dann lass den noch wegmachen. Ich muss erstmal meine Äxte reparieren. Ich habe hier viel Scheiße in der Tasche. Das ist ja schon wieder schrecklich. Lass mich verblüfft, ne? Es ist total ruhig hier. Ja, ich bin auch ganz positiv überrascht. Ich dachte, wir können hier wenigstens den ein oder anderen Pfeil gleich runtersammeln. Ach, das reicht, wenn die in den Morgenstunden kommen. Aber die kommen noch früh genug. Du sagst es. Ja, Steine für Feuer hatten wir noch. Ich habe nämlich noch Leckerli in der Tasche. Dann können wir hier gleich zumindest schon was kochen. Und eventuell eine Kiste aufstellen. Ja. Dass wir das Gedönse erstmal loswerden, um dann hier weitere Materialien zu sammeln. Das kriegen wir in den Griff. Das ist aber schweinemäßig robust hier. Wir brauchen ja. Unbedingt die neue Axt. Richtig. Ja, die eine Orange, die wir einmal hatten mit dem Orangenstreifen. Und die da, war ja wirklich ganz gut, ne? Da ging es ja doch dementsprechend besser. Schneller. Ja. Aber ich klopfe mal bei dir damit drauf. Ach, warst du schon wieder unten zugange? Ja, ja, klar. Ich glaube, ich muss mein Gerät hier auch gleich erstmal reparieren, so wie es ausschaut. Ja, jetzt ist die Frage. Dient das als Notunterkunft? Wie gehabt erstmal zum Start? Ansonsten hätte ich fast gesagt, wir bauen uns hier eine Tür in den Fels. Aber ja, nicht mit den Äxten. Nicht mit dem Werkzeug, nein, auf keinen Fall. So. Machst du ein Lagerfeuer?
Ich habe nämlich nur noch einen Stein. Ach nee, Quatsch, da oben habe ich auch noch Steine, alles klar. Aber dann würde ich uns gleich eine Kiste bauen. Feuer kommt. Ich guck gerade, ich habe noch gar keine Blechdose gefunden. Das heißt, ich habe gleich nur die eine von dem Essen. Ja, ich habe zwei und ich habe auch zwei Gläser und ich habe auch noch zwei volle Gläser. Brauchst du was zu trinken oder was? Weiß ich gar nicht. Ne, ich habe auch noch zwei volle. Und ja. Das eine Blech. Ne, ist mir nur gerade aufgefallen, weil im Moment, solange wir keinen Kochpot haben oder kein Metall. Meinst du, sollen wir die erstmal einfach daneben stellen? Ja, scheißegal, ne? Oder willst du hier gleich zweites Feuer hinstellen? War jetzt dämlich, was ich da gerade gemacht habe. Wieso? Ist doch egal. Wir sind ja eh nicht öffentlich. Ach so, nee, muss ein Frame. Nein, genau, ich baue gerade ein Frame. Genau das. jetzt sag mal, Kiste einfach neben das Feuer oder zwei Feuer aufstellen? Ja, langfristig brauchen wir zwei Feuer, ne? Ich denke, dass wir eine Weile hier wohnen müssen, weil bis wir eine anständige Ausrüstung haben, um so richtig loszutigern, denke ich, wird das diesmal ein bisschen dauern. Ja, dann müssen wir noch eine Reihe hier Steine wegkloppen für meine Kiste, weil ein Feuer habe ich jetzt. Zack, schmeiße ich das dahin. Ja, ich fürchte auch, dass wir eine Weile wohnen. So, dann lass uns mal hier noch einen rauswämsen. Ja, ich komme dir sofort zur Hilfe, weil ich noch eine andere Kleinigkeit hier erledigt habe. Bist du immer noch beim Framesbauen? Nö, ich baue jetzt die roten Steine hier für die Seitenwand, wo die Tür dann reinkommt. Da reichen ja die roten. Weil wie gesagt, aus fünf, also für das Material von 5 Frames kriege ich daraus 40 Steine. Oh, das ist gut. Ja, das ist schon ganz okay. Da hatte ich in meinem letzten Spiel, habe ich da auch eine Hütte mitgebaut. Also alle Grundgerüste und die Seiten und Bodendecke, klar, alles aus dem stabilen Material, aber für die Seitenwände mitten in der Luft. Stabilität? Ist nicht sehr hoch. Auf dem Boden würde ich nicht damit bauen. Stabilität, okay. Lass mich mal gucken. Hardness 4. Ne, auf dem Boden ist das keine Alternative, aber hier oben in der Luft kaut uns ja keiner an die Seitenwände. Momentan ist auf dem Boden alles keine Alternative. Ja, ich bin gespannt. Mit einer der neuen Alphas soll ja laut Valcry das Verarbeiten des Holzes schwerer werden. Dann bauen wir auf einmal aus Dreck und Gras. Ich weiß nicht, ob das dann hier noch so klappt, was wir im Moment tun. Ja. Aber das sehen wir dann. Ich würde ja echt gerne hier so einen Gang reinbauen. Wäre die Optimalvorstellung. Sollen wir den freilassen und hier dann einen hinsetzen? Ja, können wir machen. Dann nehme ich mal kurz die... Das du da. Hallo, ja. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Warte mal. Ja. Ich habe Angst, ich bin mit Magnum im Dunkeln. Ja, das wird schwierig. Hä? Ey, sag mal, wo ist denn die Fackel? Siehst du die? Ich habe die da gerade hingesetzt. In den Stein gebackt oder was? Ja. Ah, die da. Ja, warte mal, dann pack ich die hier ins Holzklo. Übrigens, aus diesen roten Steinen, nur mal noch so am Rande, kannst du auch wunderbar dir gleichzeitig Aufbewahrungsmöbel bauen, weil mit einem roten Stein kannst du einen Küchenschrank herstellen. Ja, den baue ich ungern, weil ich den hässlich finde. Ja, weil es ihn leider nur in Rot gibt. Aber es ist eine Alternative, wenn du auf die Schnelle mal Stauraum brauchst. Warum brauchst du aus Holz? Ich wollte gucken, ob es direkt kaputt geht oder... Ach Mist. Ich wollte gerade eine Tür bauen. Aber irgendwie muss ich mich im Rezept vertan haben. Ja, tatsächlich. Wie ging denn eine Tür? Alter, was ist hier los? Muss ich doch Door eingeben? Ich dachte, ich könnte es auf den Kopf. Ja, okay. Was ist das denn? Door oder Secure-Door. Bin gerade aus dem ja, ich weiß. Bin gerade aus dem Crafting-Menü rausgeschmiert und war hier in der Konsole. Alpha halt, ne? Vielleicht auf F1 gekommen, dann kommst du auch in die Konsole. Wer weiß. Man weiß es nicht. So. So. Ja, ich meine, so ein Gang hier in den Stein fände ich natürlich auch klasse. Mal gucken, ob wir so weit kommen. Dann wäre unsere erste Mission also Pickaxe. Da die Zombies jetzt ja das Fortspruch geben, ist die Hoffnung ja gar nicht so gering, dass das auch funktioniert. Ja, auf jeden Fall sollten wir hier dann einen freilassen, dann können wir hier eine Kiste hinstellen und was weiß ich, oder eine Forge dann später, ne? Ja. Weil nur dieser Vorraum und wir können ja nicht endlos erweitern, deswegen ist die einzige Alternative, in den Fels reinzubauen, ne? Und ich glaube, langfristig gesehen ist das auch erstmal die stabilere, die wir uns leisten können, sage ich mal, ne? Ja. Von den Varianten jetzt her. Brauchen halt nur ein bisschen körperlich Schmackes leisten dafür, ne? Ja, wie gesagt, ich bin erkrankt, ne? Also er schmatzt hier schon. Ja, dann gehen wir gar keine 4 raus, sondern gehen in den Fels. Dann wird es hier quasi nur so ein Vorraum und genau. Wir bauen uns ein, ja? Genau. Okay, würde ich jetzt... kann ich ja noch ein Stückchen hier zumachen. So unterschreiben. Hätte ich vielleicht erstmal gelassen wegen Verteidigung. Aufräumen morgens und so. Dann baue ich uns außen was an der Wand. Ach so, okay. Kein Problem. Funny, so, Bauwagen. Jetzt haust du den unteren. Mann, warum machst du das denn so langsam? Ich mach da einmal drauf und er ist weg. Ja, weiß ich auch nicht.
Du hast bestimmt schon die gelbe Achse, ich muss mir mal dein Let's Play angucken. Irgendwas scheint ja hier verkehrt zu sein. So. Oh. So. So. Ja, da einen schönen Durchgang, das hat doch was. Können wir jetzt aber, wenn wir schon dabei sind, können wir den hier auch noch raushacken. Ja, das war sowieso mein Plan. Ich muss jetzt nur Äxte reparieren. Ja, das ist mein neues Hobby bei Seven Days to Die. Das ist kein Baumfell-Simulator mehr, sondern nur noch der hier Steinaxt-Reparier-Simulator. So, auch das muss sein. Jetzt bin ich bei dir. Achso, warte mal. Na, auch wenn es uns noch nichts bringt, aber man fühlt sich doch sicherer. Kann man das Rot aufwerten? Das Rot kann man nicht aufwerten. Okay. Ich glaube nicht. Kannst du es mal gerade probieren, wenn du magst. Aber ich glaube, es geht nicht. Nee, aber ich habe ja auch nichts Rotes in der Tasche. Ich müsste ja erst wieder rote Bretter bauen, etc. Nee, das geht gar nicht. Okay, aber Rot hilft uns, die ganze Sache vielleicht dann deutlich schneller wiederzufinden, wenn wir mal in Not nach Hause müssen. Richtig. Auffällig ist es allemal. Ja. So, Axtwechsel. Ich habe ja irgendwie zwischen immer zwei Äxte unten drin. Ich brauche nur einmal das Mausrad drehen und kann weiter. Ja, das habe ich auch. Aber ich hatte eben gerade... Ja, irgendwann sind beide kaputt, ne? Das genau. Ist halt so. Da soll ich dir also bestimmt noch eine schöne rote Säule bis nach oben ziehen, ne? Nee. Nein. Ich habe gerade drüber nachgedacht tatsächlich, aber dafür haben wir es jetzt schon zu eng gebaut, dass wir so einen roten Rahmen um die kommende Tür bauen. Ne? Aber das sind alles so Sachen, die können wir dann machen, wenn wir hier... Ja, ach, das hier ist ja auch mehr so, ne? Ich brauche eine Frame. Zack, da ist er. Nee, ich habe schon. Aber wir brauchen auch noch ein paar Frames. So, damit wir gleich überhaupt wieder runterkommen. Die habe ich ja alle aufgesammelt. Wieso? Runter geht immer, weißt du doch. Ja, runter geht immer, genau. Aber ich versuche es ja hier ohne Knochenbrüche. Das ist eigentlich schön, dass du hier am Kopfende uns das freigelassen hast, ne? Verstehe ich gar nicht. Ja, da liegen so komische Schlafsäcke, ne? Ja, aber da hättest du einfach noch eine Wand vorsetzen können. Hast du noch rote Steine? Er hat Ansprüche. Da muss er erstmal eine Frame drunter. Die roten Steine sind nicht stabil genug. Ja, ich baue doch jetzt eine Frame und du setzt dann gleich rote Steine. Das war alles gut. Das heißt nur, dass wir hier am Dach dann auch noch was ziehen. Der fällt jetzt gleich mitten in der Nacht hier raus. kann ich dich schubsen? Nein, nein, das tun wir jetzt mal nicht. Alter. Er kommt auch irgendwann wieder hier hoch. Und entfreundet dich dann. Und dann, ne? Bist du dir sicher? Er ist abgeschlossen, du sagst, ne? Ach, das ist ja deine Tür. Ich konnte abschließen, aber nicht wieder aufschließen. Ja, dann, viel Spaß. Ja, ich kriege hier die Frame nicht gesetzt, so wie sie muss. Und ich habe tatsächlich Angst, hier runterzufallen. Das ja, lass doch erst auf, passiert doch noch nichts. Können wir doch in der Nacht oder am Tag. Ja, jetzt kriegst du sie. So. Aber wir müssen ja oben drüber auch Frames machen. Ne? Richtig. So, warte mal, ich gehe mal ganz vorsichtig raus hier. Jetzt habe ich nur noch eine. Nein, hack die doch noch nicht zu. So können wir sie doch noch schnell wegnehmen, wenn ein Zombie draufsteht. Ich habe doch keine Frames alles mehr für mich. Gut. Ja, ja. Wenn der erste Dicke, den ich dann nämlich schon jaulen höre, gleich da draufsteht, dann reden wir weiter. Ach so, warte mal, ich habe mich verlesen. Ich hatte doch noch genug Frames, so ein Blödsinn. So, aber warte mal, jetzt ist die Frage, sollen wir es zubauen oder sollen wir es vielleicht dann doch erstmal offen lassen, so zum Verteidigen, was ich eben sagte? Oder, weißt du? Oder dann bauen wir da hinten? Wir können uns ja auch nochmal eine Tür reinbauen und machen nochmal... Ja, ich habe kein Holz mehr. Also kein ja, ich habe auch nur noch 37. Wir können uns da auch später eine Tür reinsetzen oder so. Ja. Ich meine, wir können da auch weiter an den... Guck mal, da können wir jetzt natürlich auch noch mal zwei Bretter anbauen und können uns hier quasi... Weg. Guck mal, hier könnte man uns jetzt auch noch einen gesonderten Schlafraum anbauen. Ja, ja, genau. Sowas hatte ich auch schon überlegt, dass die Säcke hier wegkommen. Ne, weil bis wir... Gut, können wir jetzt nicht, aber bis wir nämlich... Wir erstmal noch einen hinsetzen. Weil bis wir jetzt da in dem Stein tief genug sind, hätten wir dann dieses kleine Loch hier nur. Ja, ja, genau. Das nervt mich nämlich auch schon. Ich habe das gerade gesehen, als ich mich an Magnum vorbeigequetscht habe, hat sich mein Bild so nach links verzögert. Also die bewegen sich jetzt auch ein bisschen anders. Das ist ganz nett, wenn ihr euch hinduckt und mit dem Bogen hier rumlauft. Das ist mir gestern Nacht aufgefallen. Dann guckt ihr so richtig schräg. Das haben sie irgendwie optisch ganz nett gemacht. Ich musste nämlich mal aus dem Haus fliehen, in dem Zombies waren. Da hat er sich auch so dran vorbeigeschlängelt. Also wie man es echt machen würde, hat er sich so zur Seite gelehnt. Ist ganz cool. Die Sonne geht auf. Wir haben die erste Nacht überlebt. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Es wird deutlich heller. Wir leben noch trotz Erkrankung hier und Hunger. Ja, wir hätten ja mal kochen können in der Zeit, ne? Wir hätten mal kochen können. Ach so, nee, aber wir haben ja kein... kein Holz. Warte, wie viel brauchen wir dann? Ja, kommen die paar Bretter hau ich da rein. Rotes Holz habe ich noch 16 Stück. Ja, jetzt ist zu spät. Okay, ich auch erstmal deine Kiste hier. Oh, ist hier, guck mal. Das kannst du auch dir mal angucken, wie hier schön hier die Blätter jetzt, der Lichteinfall von den Blättern und der aufgehenden Sonne. Das ist hier auch nett geworden. Ich weiß, ich höre mich jetzt an wie ein anderer Let's Player, der immer über die Sonne und über das Wetter faselt, aber sieht echt geil aus. Das so. Mag ich.
Leg mal deinen Schlafsack da weg. Der liegt zum Weg hier. Räum mal auf. So. Ja, Axt reparieren. Dann würde ich sagen, hier den ganzen Krempel, den wir jetzt nicht brauchen, erstmal in die Kiste kloppen. Definitiv. Taschen und, leer machen. Ja. Und dann, halt, warte mal, das nehme ich vorsichtshalber mit. Dann bleibt uns erstmal wieder nur der Holzfäll-Simulator. Richtig. Ja, alles, ne? Der Sammelsimulator hier. Erstmal alles zusammen sammeln, was wir brauchen. Achso, Gläser und Dosen nehmen wir erstmal mit wahrscheinlich, ne? Ja, Gläser ist unwichtig, sage ich mal, weil, ne, ohne Feuerstelle. Ach, die da oben sind noch nicht abgenagelt. Ach, habe ich die nicht abgenagelt? Sorry, dann habe ich vergessen. Ich habe dir übrigens deine Bandage dahin geschmissen, bevor ich es wieder vergesse und dann schuld bin, wenn du verblutest. Bist du sowieso. Ja, das war mir klar, aber trotzdem. So kann ich mich dann rausreißen. Die Zuschauer haben es gesehen, dass ich es versucht habe, mein Bestes gegeben. Ne? Ärztliche Hilfe geleistet, dann bin ich aus dem Schneider. Ja, solange es eine Heilbandage ist, ist alles gut. Nein, ist es nicht. Die kann ich ja nicht herstellen. Das sagte ich ja schon. Ja, bist du da irgendwann mal fertig mit der Kiste, damit ich auch mal Zeug loswerden kann? Ich bin doch schon draußen. Aber jetzt bin ich wieder drin. Ich esse erstmal eine Dose Chili. Ja, es ist am Umholen. So, jetzt. Ja, den Ausflug, würde ich sagen, verschieben wir auch in die dritte Folge. Denn Zeit ist schon wieder um. Ihr habt den Bau der Notunterkunft gesehen in schicken, schwulen Rot. Aber gut, so ist das halt, wenn Fanny baut. Ja, ich würde sagen, nächste Folge geht's auf Tour hier mit den Fun-Gamern. Möchtest du noch was? Nö, möchtest du nicht? Ist gut. Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, haut rein und bis die Nächte. Ciao, ciao. Ciao, Leute.